Hallo YouTube, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei Gavatrons. Ihr seht ja schon jetzt hier im Video, was wir auspacken werden. Und zwar ist am Freitag, den 16.07.2021, The Legend of Zelda Skyward Sword HD erschienen für die Nintendo Switch. Dieses habe ich mir mit der Amiibo vorbestellt, das sehen wir hier. Und hier haben wir auch das Original für die Wii liegen, das vergleichen wir nochmal am Ende oder wir gucken es nochmal zusammen an. Und ja, fangen wir an mit dem Unboxing. Hier haben wir die Amiibo-Figur von Zelda mit dem Vogel. Die sieht so aus, die packen wir jetzt aber auch aus. Ich habe die schon mal ein bisschen vorbereitet. Die unterstützt ja, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, dass man nicht so viele Wege gehen muss, dass du dann direkt mit dem Vogel fliegen kannst. Das ist so eine Funktion, was ich ein bisschen kacke finde, weil das heute auch so genutzt werden ohne Amiibo. Also packen wir die mal aus, ich habe schon mal ein bisschen vorbereitet. Oh, den Boden kaputt gemacht. Also die Amiibo-Figur, die sieht echt schön aus, wie ich finde. Und das Original ist ja 2011 erschienen für die Nintendo Switch. 10 Jahre ist das schon her. Und ist schon krass, wie die Zeit verfliegt. Habe ich aber auf der Wii sehr gerne gespielt, Skyward Sword. Aber ich muss auch ehrlich sagen, es war nicht mein Lieblings-Zelda. Aber es hatte schon Elemente von Breath of the Wild drin, zum Beispiel mit dieser Energieleiste, dass du dann immer diese Ausdauer hattest. Und ja, dann haben wir hier das Spiel. Das sieht so aus. Ist aber 12 Jahren freigegeben. Falls euch das Spiel interessieren sollte, der Launcher verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Der epische Anfang von The Legend of Zelda steht hier. Wähle zwischen zwei Spielerweisen. Das finde ich sehr gut, dass man jetzt auch mit den normalen Steuerung steuern kann, ohne dieses Nunchucks, beziehungsweise damals mit der Wiimote. Was aber auch cool geklappt hat damals mit der Wiimote, mit diesem, wie hieß das nochmal? Das wurde die Steuerung verbessert. Ja, geht zum einen Spiel in TV-Modus, in Dock-Modus, in Handheld-Modus, unterstützt auch den Pro-Controller und so wie die Amiibo hier. Und habt ihr euch die Amiibo-Figur auch vorgestellt? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Es gab hier auch The Legend of Zelda Joy-Cons. Da war ich jetzt am Überlegen, ob ich es mir kaufen sollte, aber 75 Euro für zwei Joy-Cons, also dieses Set, fand ich schon ein bisschen teuer, deswegen habe ich es gelassen. Ich hätte sie eh nicht benutzt, da ich ja schon diese schöne Pokémon-Joy-Cons habe, die damals in meiner Pokémon Edition war. Dann haben wir ein schönes Inlay-Bild, zumindest die linke Seite, die sieht ein bisschen langweilig aus, aber das ist cool mit den Triforce, und so sieht die Karte aus. Und ja, der Janik, Grüße an dieser Stelle, hat sich ja die Joy-Cons gekauft, wie ich gesehen habe. Und dann gucken wir uns mal das normale Spiel für die Wii an, das sah damals so aus. Hier war auch eine Soundtrack-CD dabei. So. Und dann gab es ja noch diese goldene Edition mit der Remote, die habe ich damals nicht bekommen. Da war noch eine Werbung bei mit Wii spielen. Da war hier das Soundtrack-Plättchen dabei. Und ein kleines Booklet gab es sogar da noch. Also hier war der Release auf jeden Fall was besser bei der Wii-Fassung. Und dann überlegt man, dass das Spiel jetzt zum Geburtstag von Zelda gekommen ist, ist der Release auch wieder etwas schwach. Ich meine, der Amiibo ist schön, es gibt auch dieses. Dieses Telespiel kommt noch raus im Oktober, glaube ich, aber ich hätte eine coole Collector-Edition rausgebracht oder so. Wie seht ihr das denn? Ansonsten gab es ja auch noch andere Vorbesteller-Boni, zum Beispiel bei Amazon oder war es bei Saturn? Ich glaube, bei Saturn und Mediamarkt gab es dann ein Steelbook noch dazu, ein blaues. Dann gab es bei Amazon noch eine T-Shirt-Version, also konntet ihr ein T-Shirt kriegen. Aber mir hat das so gereicht mit den Amiibo. Und das war mein kleines Unboxing zu The Legend of Zelda Skyward Sword HD. Habt ihr es euch auch bestellt? Habt ihr es überhaupt damals auf der Wii gespielt? Schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Ansonsten war es das von mir. Ich bedanke mich für eure Zeit. Würde mich über ein Like sehr freuen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis bald. Euer Gavatrons. Und guckt euch den Trailer an, falls euch das Spiel interessieren sollte, den ich unten in der Videobeschreibung verlinkt habe. Ciao.